Freunde, heute begrüße ich euch zu einer ganz coolen, wie ich finde, Videofolge mit dem Thema, wer stellt denn nun scheinbar die besten Öle überhaupt her? Ja, ist das eine Firma wie Primavera, ist das Verfalla, ist das doTERRA, ist es Young Living, wer auch immer. Und im Laufe der letzten 7 Jahre, seitdem wir uns mit den Ölen beschäftigen, haben wir uns angewöhnt, einfach ein bisschen andere Fragen zu stellen. Und das Coole ist, Freunde, wenn du andere Fragen stellst, dann kriegst du auch andere Antworten. Und genau aus einem etwas anderen Blickwinkel heraus möchte ich heute auch genau diese Schlüsselfrage angehen, wer stellt die besten Öle her? Wie meinst du das? Ist immer meine Schlüsselfrage, wenn ich mit einer solchen Thematik konfrontiert werde. Das heißt, wenn man mir eine solche Frage stellt oder wenn ich anderen Menschen eine solche Frage stelle, dann ist immer im Hintergrund meine Frage, wie meine ich das? Meine ich beispielsweise damit, stellt das Unternehmen Bioqualität her, wie groß ist es, seit wann macht es das? Das alles sind Fragen, die kannst du dir im Internet zu all den genannten Unternehmen sehr schnell raussuchen. Das, was ich meine, ist eine etwas andere Fragestellung, nämlich, als vor 7 Jahren wir zum ersten Mal mit den Ölen in Berührung kamen, habe ich mich sofort gestellt, warum macht ein Unternehmen das? Warum haben wir immer wieder gesehen, dass sich so ein Kernsatz bei Young Living durchzog, nämlich Purpose over Profit. Das heißt, die Sinnhaftigkeit dessen, was ein Unternehmen tut, sollte über dem Geldverdienen stehen. Und schon damals habe ich irgendwie gemerkt, wenn das wirklich stimmt, wenn das Unternehmen das lebt, dann ist es das Coolste überhaupt. Schau, wir haben uns dann angesehen, und du erinnerst dich vielleicht an die letzten Videos, dass Young Living solche Öle herstellt wie Melisse, wie Strohblume, wie die Rose, also Öle, die unter schwierigsten Bedingungen mit ganz minimalem Ölgehalt gewonnen werden, weil sie so einen unglaublichen Nutzen für die Menschen haben. Und wenn du dann so einen positiv Verrückten wie den Gary auch persönlich erlebst, so wie ich ihn erlebt habe, und du merkst mit jeder Phase deines Körpers, das ist so wie beim Fußball. Ich glaube, wenn du einem Cristiano Ronaldo begegnest oder einem Messi, da spürst du einfach, der ist so besessen von diesem Thema. Und Gary Young war es von seiner Vision, von seiner Mission, die besten Öle der Welt zu produzieren und diese den Menschen wieder zugänglich zu machen. Von daher passte Purpose over Profit wie die Faust aufs Auge. Das war kein Marketing-Slogan, das war von ihm gelebte Praxis. Und als ich heute über dieses Thema nachgedacht habe, musste ich über ein spezielles Öl, was mir immer wieder vor meine Flinte kommt, nachdenken, nämlich über Palo Santo. Schau, Palo Santo wird seit Jahrhunderten verehrt von den Ureinwohnern Lateinamerikas. Und wenn du dich näher mit dem Öl beschäftigst, und Gary hat das gemacht, er hat im Jahre 2005 als erster Mensch dieses Öl destilliert und hat festgestellt, dass es ganz, ganz außergewöhnliche Eigenschaften besitzt. Und für die, die es noch nicht kennen, Palo Santo, dieses Holz wird gewonnen von dem Palo Santo Baum, dem heiligen Baum, und zwar von den Ästen, die runtergefallen sind, die also abgestorben sind, oder wenn der Baum selbst abgestorben ist, dann liegt dieses Holz jahrelang auf dem Boden und bildet dann über verschiedene Prozesse ein Öl, was sehr, sehr aufwendig, was 5 bis 6 Stunden destilliert werden muss, und aus ungefähr 9 bis 10 Kilogramm dieser Holzspäne kann man so einen 0,5 Liter des Öles gewinnen. Und jeder, der Palo Santo tatsächlich schon mal in seiner reinsten Form gerochen hat, der wird wissen, was ich meine. Und da ist er wieder, dieser Purpose over Profit Gedanke von Gary, der sich bis heute durch sein Leben durchgezogen hat. Und wenn du dann siehst, wie eine Firma beispielsweise auch im Sinne der Öffnung oder der Offenheit umgeht mit, du kannst auf diese ganzen Farmen gehen. Ich war in Amerika auf Farmen, ich war in Europa auf den unterschiedlichsten Farmen, habe die Destillation gesehen, habe gesehen, wie man Melissenpflanzen, wie man Lavendelpflanzen, wie man Strohblumenpflanzen schon fast mit einer akribischen Liebe zum Detail hegt und pflegt. Dann findest du Antworten auf die Fragen, wer stellt denn vermeintlich die besten Öle her? Und wenn du spürst, dass dieser Anspruch, dieser Qualitätsgedanke mit dir in Resonanz geht, dann ist diese Frage beantwortet, Freunde. Und das ist so ein bisschen wie in der Liebe, auch in der Partnerschaft. Wenn du den richtigen Partner an deiner Seite hast, dann sagst du nach 5 Jahren nicht, ach, vielleicht kommt ja doch noch mal jemand daher, der noch ein bisschen mehr hier oder ein bisschen mehr da, sondern dann ist diese Frage in dir geklärt. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben, einfach in eurer Betrachtung andere Fragen zu stellen, dann werdet ihr andere Antworten bekommen. Holt euch diese Öle, fragt bei den Unternehmen mal nach, ob ihr die Plantagen, die Farmen besichtigen könnt. Übrigens, ob die Unternehmen selbst
in Anführungsstrichen den Arsch in der Hose haben, auch Verantwortung zu übernehmen. Ja? Denn wenn du heute die klimatischen Veränderungen auf unserer Welt betrachtest, es gibt viele vermeidliche Hersteller, die kaufen einfach zu. Die sagen, wenn das dieses Jahr eine schlechte Ernte wird, haben wir nichts mit am Hut, Freunde. Wir kaufen das Öl bei der Firma X oder bei der Firma Y. Young Living bezieht den überwiegenden Teil der Öle aus eigenen Farmen überall auf der Welt. Das ist Commitment. Das ist Purpose over Profit. Und insofern, ich wünsche euch gute Antworten auf eure Fragen. Gute Fragen, die ihr in Zukunft stellt. Wenn euch das gefallen hat, gebt uns hier den Daumen bei YouTube. Teilt das Video, weil wir machen dieses Wissen für alle zugänglich, damit du dieses Wissen wiederum für dich nutzen kannst, es mit anderen teilen kannst. Abonniere unseren Kanal. Und wir sehen uns in Kürze. Tschüss.